Okay. Einfacher als erwartet. Passt auf. Die infernale Unterwelt. Das klingt gar nicht gut. Ich zeige euch gleich, was ich meine. Ich muss mich gerade vernünftig hinsetzen hier. So. Diese Kreatur hat mich festgebunden. Denn, aufpassen. Sie sagte, sie sei. Ich hab's vergessen. Tada. Sie werden anscheinend vom Licht angezogen. Scheint so. Ich kann die Kreaturen hören, wenn es dunkel ist. Das ist schön. Khan hat Schmerzen. Ach, Khan. Olli Wacker? Eier, wir brauchen Eier. Ne, und so. Hier ist es so dunkel. Okay. Hier ist es so dunkel. Oh. Da ja, komm, holt mir mal ein bisschen was hier. Brauchen wir wieder ein bisschen in Magie. Mana, Mana, Mana. Boah, so viel Geld. Geil. Hier ist es so dunkel. Ja, ist gut jetzt. Einer dieser Geister hat mir etwas in die Hose gesteckt. In Rauschingen hat mich nie jemand festgekettet. Ja, sei doch froh. Zermalmen! Zermalmen! Kann? Man ist nicht glücklich. Oh. Ich kenn dich doch. Du hast mir meinen kleinen Schatz genommen. Komm her zu mir und ich zerfleische dich mit meinen Zähnen. Wenn das nicht unser Freund Khan ist, er scheint buchstäblich vor Wut in die Luft gegangen zu sein. Hängt da so ein bisschen fest, hä? So. Okay. Hier kann man sich also nochmal neu erholen. Holen wir uns mal ein paar von denen. Das Ding vom Hals. Huch. Achso, nein, 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 nein. Ah, ich Idiot. So. Schaff mir das Ding vom Hals. So, geh mal hier in die Richtung. Hey, halte das Ding auf. Halte hey, hier. Es auf. Mami, Mami. Das war dumm von mir. Haha. Voll erwischt. Mich am linken Bein kratzen. Achso, der hängt sogar noch auf dem Boden. Auch stark. So, schauen wir mal, was jetzt noch kommt. Glaubst du, dass Jule mich so immer noch lieb hat? Nö. Das ist der Tempel des vergessenen Gottes. Das muss also die infernale Unterwelt sein.
Als die Ex-Frau dieses Gottes, die Muttergöttin, ihn in den Armen einer anderen fand, verfluchte sie ihn. Wer versucht, sich an ihn zu erinnern, vergisst ihn. Das ist für einen Gott fast so schlimm wie der Tod. Der Fluch wird schwächer, je näher man seiner Höhle kommt. Und die Völlerei, das Theater, diese Weiber. Anscheinend versucht er, sich einen Weg zurück in die Welt zu bahnen und lässt dabei alle Kreaturen leiden. So, das hatte ich mir schon kurz durchgelesen gehabt. Also muss man einmal sozusagen alle Schalter machen. Was wollt ihr eigentlich da drin? Okay. Schalter werden irgendwie gesteuert, Herr. Die elenden Götter warten nicht gerade mit einer Tasse Tee auf Besucher. Ihr wählt alle! Braune! Ich bin hier! Ach komm, jetzt aber, ey, es ist ja... So viele Schalter für nur eine Tür. Was für ein Angeber. So kann man es natürlich auch sehen. So, dann machen wir das jetzt mal. Endlich gibt's was zu sehen. Ach, fuck. Das war nix. So viele Schalter für nur eine Tür. Was für ein Angeber. Schnell! Nach Ficken! Ich habe sehr seltsame Geräusche hinter dieser Tür gehört. Alle! Na komm. Das Ding hinter dieser Tür ist stark. Sehr stark. Macht es bloß nicht wütend. Oh, das gibt's doch gar nicht, ey. Alle zurück, alle jetzt zu mir hier. Mein Gott, das ist ja schlimmer als irgendwas anderes. So. So viele Schalter für nur eine Tür. Was für ein Angeber. Endlich gibt's was zu sehen. Geht doch. So, jetzt gibt's das Fressbrett. Hab ich gehört? Die Tore sind offen, Meister. Jetzt zeigen wir diesem Wichtigtuer mal, was Fratzen sind. Immer mitten in die Fresse rein. Fresse. Tempel des vergessenen Gottes. Vergessen? Nein. Was macht er denn hier? Das Böse findet immer einen Weg, hä? Weißt du, wie es ist, vergessen zu sein, elender Filzling? Mein Name wurde einst geflüstert. Er brachte große Furcht über das Land. Jetzt will diese zickige Göttin, dass mein Name im Nebel der Zeit vergeht. Genug jetzt! Ich werde ihre Albträume und düstersten Erinnerungen wecken. Sie werden sich an mich erinnern und an das, was sie fürchten. Alle werden sich daran erinnern, dass ich dich vernichtet habe. Voll drauf!
Krass drauf, der Typ. Alter, der macht ja alles kaputt hier. Das war aber auch nur, weil meine Schergen irgendwie nicht vernünftig arbeiten können hier. So, alle drauf. Au. So. Wo waren wir hier? Achso. Dein Tod wird meine Wiedergeburt, kleiner Mann. Komm, wir verstecken uns hier einfach mal. Okay, bringt nichts. Oh, die sind alle viel zu langsam, ey. Haha. Huh. Oh oh, ich glaube, hier stürzt es ein. Sieht auf jeden Fall ziemlich... Aua, kacke aus. Komm, greift. Komm mal hierher. Ha, guck mal, du erwischst meine Jungs gar nicht. Voll in Deckung gehen. Oh, da kommen wir gar nicht her. Ha, auch gut. Können die eigentlich angreifen so von hier? Nee, ne? Nee. Du hast keine Ahnung, was das heißt. Böse. Och doch, eigentlich schon. Ziemlich gute Ahnung sogar. So, alle wieder zurück. Ja, ganz ruhig. Oh oh. Bam, wieder welche erwischt. Also die Grünen werden hier gerade ganz schön reduziert. Ich bin froh, dass ich von denen so viele habe. Sonst hätten wir so ein gewisses Problem. Das sind die einzigen, die ja scheinbar richtig angreifen können. Irgendwie, ich weiß auch nicht warum, aber... Komm, greif doch mal hier an. Komm schon, Attacke! Der muss noch mehr kaputt machen hier. Man dreht ja eigentlich mal richtig am Rad hier. Hallo? Machst du was? Das tut doch keinem weh, Alter. Mach doch mal was Richtiges. Die Musik ist auf jeden Fall ziemlich nice. Geht ab. Mach doch mal wieder was Richtiges hier. Oh, er hat einen von meinen Leuten erwischt. Oh, nein. Du mal mit einer Göttin. Ja, warum denn? Ist ja nicht mein Bier. Wenn du das so nicht machen wolltest, selbst schuld. Ja, chill mal, ey. Oh, oh, jetzt geht das wieder los. Immer in Bewegung bleiben, mein Freund. Dass der keine Kopfschmerzen hat. Was ist das eigentlich eh für ein Wurm?
Jetzt mal ernsthaft, das ist ja irgendwie ein Wurm. Nur mit Fresse eben. Oh nein. Oh, Deckung. Und jetzt alle drauf. Au. Machen wir wieder so einen. Nein, alles mir. Nein, ich kann nicht mehr zaubern. Guck mal, Pam. Haha. Voll erwischt. Ich frage mich ja gerade, wann wir... Wie lange... Ich erkenne noch kein Muster bei dem irgendwie. Also ich habe jetzt auch nicht mitgezählt, aber ich meine jetzt nur. Komm, Alter, mach. Ich meine, du bist ein fucking Gott. Verhalt dich auch mal so, Alter. Es ist ja armselig, was der hier treibt. Der wischt trotzdem immer noch weg von meinen Leuten. Mit jedem Tod werden sie meiner gedenken. Nee. Wie kriege ich den nicht kaputt? Mache ich irgendwas falsch? Muss ich ja. Hä? Mach doch mal das hier kaputt, ey. Okay, das hat nichts gebracht. Stirb. Komm, mach doch mal was kaputt hier. Irgendwie ist das voll langweilig hier. Könnte man viel spannender gestalten, ey. Ich kann da immer noch nicht durchgehen. Schlimm genug eigentlich. Können meine Schergen da durchgehen? Aha. Auch nicht schlecht. Meine Schergen können da durch, aber ich nicht. Irgendwie auch blöd, ne? Was mache ich denn hier jetzt? Ich bin fast tot übrigens, fällt mir gerade so auf. Ja, jetzt mach doch mal was, ey. Irgendwas Spannendes oder so. Ich meine, ich muss ja irgendwas, muss ich ja falsch machen. Ganz eindeutig. Ich weiß nicht was. Werden sich daran erinnern, dass ich dich vernichtet habe. Guck mal, warum hat er schon wieder so viel dazu gekriegt? Es bringt doch hier irgendwie alles nichts, oder? Ich weiß auch nicht, wie ich ihn das einmal dazu gekriegt habe, dass er da so... was hier kaputt macht. Das war ja mein Scherge. Hm. Wow. Komm schon, auf ihn. Das sind so viele, ey.
Macht jetzt immer mal was Spannendes. Also wie gesagt, die Musik ist nice und so, aber... ich check den Bosskampf nicht. So gar nicht, irgendwie. Ich check's echt nicht. Kann ich, glaube ich, ganz ehrlich zugeben. Und ich dachte, ich hätt's. Möchtest du mich zum Lachen bringen mit deiner Armee von Weichlingen? Nee, ach, jetzt macht er wieder das andere. Wie mache ich den denn fertig? Oh Mann. Voll frustrierend, wenn man keine Ahnung hat, wie man den fertig machen soll. Bringt irgendwie auch nichts, ne? Alle werden sich daran erinnern, dass ich dich vernichtet habe. Nee, eher weniger. Ich glaube, ich muss einfach immer nur die ganze Zeit Leute auf ihn schicken, oder? Muss ich so ein bisschen provozieren. Ich glaube, ich muss ihn echt nur provozieren. Das wäre natürlich auch ein geiler Bosskampf. Einfach nur produzieren. Produzieren. Auch gut. Upp, da guck. Ah, Mann. Komm, mach doch mal. Ja, ich weiß schon, dass der nicht kaputt geht, irgendwie. Brauche ich die irgendwie noch mit dabei? Ich weiß auch nicht. Ich bin voll überfragt. Mehr hat man auch bestimmt gar nicht. Deckung. Pam. Die müssen einfach mal das hier kaputt machen. Oder so. Ich müsste eigentlich echt mal wissen. Ja, ich müsste eigentlich. Wow, Alter, dass der einem so viel abzieht. Das ist Wahnsinn. Gut, dass ich meine Schergen habe. Komm mal nochmal runter, Kollege. Habe ich mir schon was durchgelesen und da stand alles drin, was passiert ist, ne? Und ich krieg's trotzdem nicht auf der Reihe. Ich glaube, ich muss mir ein Video angucken. Auch wenn die Musik halt schön ist und allen drunter, aber Amy. Ich kann jetzt nicht 10 Stunden hier rumstehen, ne? Mein Name wird geflüstert werden. Mein Name wird geschrien werden. Chill mal. Schon so ein bisschen auf den Nerven.
Bei den anderen konnte man ja noch fix rausfinden, was muss man machen, wann muss man das machen und so weiter und so fort. Aber irgendwie bei dem hier. Ich weiß auch, dass der irgendwie nicht kaputt geht, aber ich weiß nicht warum. Das pisst mich gerade voll an. Da will man das Spiel mal ganz gechillt beenden, ne? Und dann kommt man hier, steht man hier 5 Tage lang an diesem Boss, der sich immer wieder aufheilt. Irgendwas mache ich doch falsch. Stell dich jetzt einfach da hinten hin. Vielleicht bringt's was. Wer weiß. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich macht er gleich einfach seinen Kopf hier wieder hin oder so. Alle werden sich daran erinnern, dass ich dich vernichtet habe. Es bringt doch nichts. Natürlich geht das wieder los. Ich schaue jetzt nochmal nach. Also irgendwie... Ich check's nicht. Ich schaue das mal. Okay, man muss das machen, was ich auch schon die ganze Zeit gemacht habe. Nur anders. Na komm, jetzt ist immer die richtige Ecke. Also man muss das so machen, wie ich es eigentlich schon gemacht habe, ne? Die Schergen dann, wenn er so angestimmt kommt, da ja hinschicken. Das Schöne dabei ist nur, das macht er bei mir gar nicht. Er macht mich nur kaputt. Das ist alles. Dein Tod wird meine Wiedergeburt, kleiner Mann. Naja. So, und jetzt muss es, ne? Jetzt muss man ihn so da hinten hinten, ne? Geht doch. Ich dachte, dass man das mal vorher gesagt kriegt, ne? So. Oh. Und schon werden meine Jungs badass, ja? Ja, jedenfalls für kurze Zeit, ne? Hätte schon mal sein können. Oh, das ist er wieder. Was ist das denn? Okay. Oh Gott. Okay, er ist doch schwerer als ich dachte.
ist denn hier los? Lebe du mal mit einer Göttin! Nee, danke. Wie gesagt, dein Ding. Du musst mit dem Kopf so voranstürmen, weißt du? Alles mir. Huch, aua. Kein erwischt. Mein Gott, wie viele Schergen man hier verbraucht, ne? Wahnsinn. Ah, da gehen jetzt gerade voll viele drauf. Ja, toll, danke. Der Boss ist kacke. Das hat doch nichts mit Können zu tun. Das ist... Das ist einfach nur Scheiße auf engstem Raum. Möchtest du mich zum Lachen bringen mit deiner Armee von Weichlingen? So. Jawohl. Langsam wird's doch. Was ist jetzt damit wieder los? Oh Mann. Das gibt mir voll auf die Nerven. Da muss ich sogar die ganze Zeit schon wieder husten. Ah. Ich hoffe, das hat einen guten Grund, dass wir hier so einen Bosskampf haben. Aber wie gesagt, das einzig Gute, was wirklich gerade an einem Boss-Fight ist, wirklich sehr geil ist. Die Musik. Aber richtig episch geil. Für einen episch geilen Nicht-Boss-Kampf. Aber er kann schlimmer sein. Ihr versteht, was ich meine. Voll erwischt. Ich kann immer bei der Stimme bleiben. Werden Sie meiner gedenken? Niemals. Du. Gesicht. So, jetzt hast du wahrscheinlich vor, wieder irgendwo rumzuragen, ne? Genau, wunderbar. Dann mach doch mal das letzte hier kaputt, ne? Wie sieht's denn aus? Ja, mach das doch mal kaputt. Da hinten, genau hier. Hier, ja. Voll. Jetzt bist du voll im Arsch. Sag ich ja. Gebamst. Achtung, Baumfeld. Nein. Impaled. Sie müssen sich erinnern. No way. Nichts müssen sie. Nur nice. Ich töte deinen Gott. Tod. Sollte mich befreien. Du willst die infernale Unterwelt? Hier ist sie. Möge sie dein ewiger Kerker sein. Hallo! Hallo, Herr! Seid ihr da? Die Verbindung ist irgendwie gestört. Fuck. Meister, wenn ihr mich hören könnt, geht zum Unterwelttor. Der Herold. Die Drecksau. Ich hab uns hier gelassen. Aber wir sind King. Das ist ja wenigstens etwas.
böse Meister kommen und gehen sehen. Explodiert, zerstückelt, geopfert. Einer wurde von einem Riesenwiesel gefressen. Aber ich gestehe, für den letzten hatte ich eine Schwäche. Aber vielleicht kann er der infernalen Unterwelt entkommen. Oder wir brauchen einen neuen Meister. Oh, schwanger. Ja, das Böse findet immer einen Weg. Das war's jetzt aber. Entwicklung und Leitung Lennart Saas. Technische Leitung Arno von Wingerden. Oder wie auch immer. Ja. Das war Overlord. Schrägstrich Overlord Rising Hell. Geiles Spiel. Overlord 2 kommt dann als nächstes. Und ihr wisst ja. Das Böse findet immer einen Weg.